Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hofbergmann im LS19 zusammen mit dem Bosse. Guten Tag. Guten Tag. Jo, heute mal mit normaler Aufnahme nicht aus dem Stream zusammengeschnitten. Wie viel Milch haben wir denn jetzt? Ich glaube 4200. Wollen wir noch lagern oder? Nee, ich meine, ob wir sie noch drin lassen wollen oder bis wir ein volles Fass zusammen haben und dann wegbringen. Ja. Gut, dann stelle ich den erstmal hier oben wieder hin. So, Viecher sind versorgt. Globig, Grasheu, Klee, brauchen sie nicht. Stroh. Ich könnte noch mal Stroh hochfahren. Huch. Schmeißt du zwei Ballen raus? Ja. Wir brauchen wieder ein paar Strohballen. Also ein paar Bahnen müssen wir zu Strohballen verarbeiten. Die können wir leider nicht alle in den Komposter schmeißen. Da kann ich noch verkraften. Gerade so, ne? Ja. Schmerzhaft, aber. Erstmal die Kuh mit dem Strohballen erschlagen hier. Was ist denn hier schon erntereif? Noch gar nichts, wa? Noch nix. So. Was machen wir denn jetzt? Schweine zählen, weiß ich nicht. Schweine waschen. Wir könnten ja zur Abwechslung mal düngen. Schon wieder? Ja, yeah, schon wieder? Nee. Welche Düngeraufträge denn? Welche Aufträge denn? Na, Feld 3 zum Beispiel. Feld 3. Was haben wir denn jetzt überhaupt an Getier hier rumfleuchen und kreuchen? Wir haben schon wieder 200 Hühner. Ja. Und 50 Schweine. Und beim letzten Mal hat er ja mit den Schweinen nicht so ganz geklappt. Nee, die haben wir, glaube ich, so verkauft, ne? Ja. Deswegen schnappe ich mir jetzt mal den Viecheranhänger. Soll ich Hühner oder? Kannst du tun. Schweine oder? Kannst du tun. Waren hier die schwersten. Waren denn hier die schwersten? 4, irgendwas. Ja, wie ihr seht, Server hat immer noch ein bisschen Schluck auf. Das ist manchmal echt nervig. Und wir werden uns wohl nach einem anderen umsehen. So, wir hätten hier 77, 78. Zack und zack.
Genau, beim letzten Mal hatte ich einmal hatte ich. Nee, ich hatte gar keine Schweine drauf, oder? Ich hatte doch nicht bestätigt. Da gibt's doch ne. Was denn? Ich hab doch gerade die Hühner ausgewählt. Und jetzt sind sie verschwunden. Hast nicht auf Bestätigen gedrückt? Ich war noch nicht so weit mit aus. Ach so. Ich hatte schon 20 Stück. Gehen ja bloß 18 drauf. Die zum Schlachter? Jo. Wie viele Schweine hast du denn drinne? Zwei. Ich wollte unseren Schlachter nicht gleich überfordern. Ja, ja. Nee, wir sind ja momentan bei Gamet mit dem Server und ich überlege jetzt halt, ob wir aber nachdem der Server abgelaufen ist, das ist in ein paar Tagen der Fall, zu G-Portal wechseln. Genau, mach du mal erstmal. War die Laterne schon immer hier? Ja. Warum? Stört mich. Ja. Moped-Säge hast du im Inventar. Ja, hier kann ich bei der Laterne leider nicht anwenden. Hast du ausgeladen schon? Ja. Das ging aber fix. Ich nehme mal hier die Kisten weg, ne? Hatten wir doch schon was hingebracht? Weil hier noch Schweine sind. Wir letztens doch Schweine. Ach so, doch die beim zum Schlachter, die hatte ich hingebracht, genau. Die wir so abladen verkaufen wollen, die hatte ich nicht mitgenommen, die hatte ich vergessen auszuwählen irgendwie. Schweinefleisch haben wir 32%. Na ja, dann haben wir jetzt gleich noch mehr. Ist abgeladen? Jo. Ja, ist 54%. Schweine. Gehört so. Ey, jetzt beschmeißt er mich schon wieder mit Kisten hier. Ich bin ja mal gespannt, wie die neue Version ohne GC dann wird. Weil die neue Hofbergmann wird ja quasi ohne Global Company Mod. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht funktioniert das ja dann besser mit dem. Ja. Mit den Produktionen meine ich. Dass man das nicht mehr alles per Hand raustragen muss. Vielleicht gibt es da ja dann Paletten. Das wäre cool und Trailer trägt. Träger, denn dass du nicht direkt verkaufen kannst in Hofland und nicht mit diesen ganzen Kandern. Ja gut, aber wie ist denn der Preisunterschied bei der Milch? Wenn ich sie jetzt finde. Im Dorfladen zum Beispiel gibt es momentan mehr für die Butter als im Hofladen. Wir sollten über die Anschaffung von Ziegen nachdenken. Dafür Hühner weg? Weil ne, Hühnerfleisch bringt richtig viel Knacke eigentlich. Schweinefleisch bringt 3000 im Dorfladen und 4000 im Hofladen. Hühnerfleisch bringt
Im Dorfladen 8000 und im Hofladen 9000. Das heißt, wir müssen einfach bloß mehr Hühner verkaufen. Brauchen noch einen Angestellten. Olli. Milch, 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 Milch. Ziegenmilch bringt richtig Asche. Also es nimmt sich fast nichts, ob wir das im Hofladen oder im Dorfladen die Milch verkaufen. Also wenn wir die jetzt nicht in Kannen abfüllen wollen, dann können wir sie auch zum Dorfladen bringen. Aber soll ich dir mal sagen, dass Ziegenmilch ungefähr das Doppelte von Kuhmilch bringt? Kühe weg und Ziegen. Nee. Nee, das nicht, aber... Der hier auf einmal hinter mir. So, kommst du hier kurz alleine klar, dann würde ich den Viecheranhänger wieder wegfahren. Ich meine, wir kriegen da glaube ich nicht mal eine Kiste raus, ne? Von den Hühnern? Ja, glaube ich nicht. Soll ich nochmal welche holen? Nö. Nö? Wie viel haben wir denn jetzt? Ja, hol noch mal ein Fuder. 178, 172 müssten noch sein, ja, ne? Bring mal ein Fuder mit. Ich fahr mit dem Viecheranhänger, da passt ein bisschen mehr rauf. Jupp. Aber ich glaube, der produziert gar nicht an. Hühnerfleisch doch. Das ist doch Geflügel, oder? Ja, ja. Nö, alles fertig, 3%. Alles fertig? Ja. Deswegen also, sage ich ja, da kriegst du aus 18 Hühnern kriegst du nicht mal eine Kiste raus. Ja, zwei Hühner liegen da drin. Ja. Deswegen will ich ja gleich ein bisschen mehr mitbringen. Ich helfe dir mal hier mit der Flex. Ja, dann geht er vielleicht ein bisschen schneller. Das Schwein lebt hier noch. Die rennt vor dir weg, oder was? Nee, das, was hier vor der Kreissäge liegt. Das bewegt sich noch. Tja, die ist aber nicht human, du. So, mal gucken, ob ich jetzt hier reingefahren komme, ohne mich zu blamieren. Das ist alles auf Video. Ja, das ist ja das Problem an der ganzen Geschichte. Wenn dann der Server ja noch so hakelt, dann ist das noch schöner. Wer macht denn hier so eine enge Einfahrt, Junge? Reicht das schon? Ja, reicht noch nicht. Schön ausdünnen, die Herde. Jojojojo. Jetzt können wir zwei Wochen in drei Tagen wiederfahren. Vermehren sich ja wie sonst was. Wir sind ja alle erst bei 3,5 Kilo hier, ne? Hier keine schwereren mehr bei, alles bloß noch 3 Kilo. Müssen die erstmal groß werden lassen. Ja.
Ich nehme mal die ganzen männlichen mit, die bringen ja keine Eier, ne? Ach so, deswegen vermehren die sich so. Keine Ahnung. Die haben zwar alle 0, irgendwas Kilo, aber... Weg damit. So, jetzt haben wir es noch... Höhe, ich habe ja gerade mal 20 Hühner hier aufgeladen, das geht ja nicht. Da muss noch mehr... Kann man so mal mit dem Gator und Anhänger rumfahren, ey. Ha. Was? Hier in den Garten Hackschnitzel verkaufen. Ja, ja. Ach, kommst du mit dem Anhänger rein, ja? Ja. In den einen Garten hier. Das habe ich noch nicht getestet, aber ich weiß nicht, ob du das so abladen kannst oder ob du das wirklich in Säcke tun musst. Weiß ich nicht. Da kommst du so rein. Hm? Nur aber hier nur bei den einen. Also wenn du mich suchst, ich bin hier im Biergarten, ne? Biergarten, jo. So, jetzt haben wir 134 Hühner noch. Wenn das mit den Kisten nicht so anstrengend wäre, ne? Dann würde ich ja echt sagen, wir kaufen die Schweinezucht da oben und machen Millionen. Aber. Lol, jetzt bin ich unter der Karte. Wie hast du denn das geschafft? Jetzt bin ich wieder oben. Wie hast du denn das geschafft? Ich habe mich zum Hof teleportiert und bin unter der Karte gelandet. Okay. Jetzt. Ah, jetzt bin ich wieder auf der Karte. Bin mich zurück teleportiert. Dieses Längen, ey, das nervt. Wie gesagt, ne, der ist auch in der Idle Time. Wenn das Spiel pausiert ist und keiner drauf ist, ist der bei 80% Prozessorauslastung. Der RAM, der weiß nicht, was er machen soll, der hat Langeweile. Er ist bei 5% oder 10% RAM-Auslastung. Aber der Prozessor, der kocht hier am oberen Grenzbereich oder so. Hühner. Ja. Geflügel 44%. Ich glaube, hier kannst du 100 Hühner reinschmeißen, dass der Kerl mal. Komm mal mit. Wo? Hier über den Garten hüpfen. Mhm. Hier kommst du mit dem Gator durch und Anhänger. Mhm. Und dann fährst du einmal hier durch den Garten rundherum. Gibst sie da. Jo, ist jetzt die Frage, ne? Funktioniert das mit? Keine Ahnung. Oh, hier ist ein Teich. Hier steht nicht mal dran, wer hier wohnt. Der Löschteich. Kannst du mal was? Kannst du, glaube ich, auch Wasser holen, ne? Dann kommst du ran. Ja, hier ist so ein Anschluss hier vorne. Und da ist so ein Wasserzeichen. Aber die Frage ist, ob das auch was kostet. Ich denke mal, das wird auch was kosten. Natürlich ist ja auch Löschwasser, ne?
Achtung, Videoüberwachung. Geht Sonntag. Ins Auto, nicht aufs Auto. Unter das Auto ist es jetzt. So. Fleischerei, Gammel und Sühne. Ja, servus. Und gefühlt ihr schon wieder fertig. Das Auto ist voll. Hm? Ich glaube, das Auto ist Geflügel schon fertig. Geflügel ist fertig, da kannst du die letzte Kiste auch noch mitnehmen. Erste Fuge wegbringen? Nee. Nee. Dann bringe ich den Trecker weg. Nur noch 36%. Ich kann ja die Zeit mal runter machen, oder was meinst du? Weiß ich nicht. Willst du? Nö. Da siehst du. Ist ja irgendwie... Sonst haben wir ja nichts zu tun, wenn du die Zeit jetzt runterdrehst. Eben. Was ist eigentlich mit dem Käse, mit dem Butter? Ja, da kann denn noch wieder was hin. Wir haben aber schon wieder 1379 Liter. Milch? Ja. Warum passt denn hier der Dings schon wieder nicht runter? Irgendwie konnte man doch hier mal... Ah. Man kann doch bei dem Anhänger hier die Deichsel hoch und runter machen. Und wenn die runter gemacht ist, dann passt der hier nicht rein und der passt so gerade mal so rein. Süüüü, hast du schon wieder abgetankt? Ja, ich war schon wieder melken. Vollkommen leer, die Euters. Sehr schön. Macht der Metzger denn dicht? Um 18 Uhr. Ja. Und bevor er dann nochmal verkaufen, oder? Können wir ja. Dann würde ich jetzt nämlich gleich wegfahren. Jupp. Dann schmeiße ich halt auch über den Zaun. Ah, ich mach die Wade noch in die Kiste und dann fahre ich weg.
Okay. Fertig. Fährst du den Dorfladen? Ja. Ich komme auch gleich hin. Ich mache die Butterfässer voll und dann bringe ich die restliche Milch gleich mit. Und wieder 3000 Liter dann. Auch wieder 5000 Taler. Mensch, unser kleiner Hoffend hier, der 500er, der hat ja auch bald 20 Stunden runter. Der läuft ja aber auch jeden Tag, ne? Ja. Ich habe die Zeit runtergedreht. Jojo, ich bin gleich bei dir. Oh, ups, das war zu weit. Das war zu weit. Wie zu weit? Ja, also ich wollte ins Auto schmeißen, habe ich über das Auto geworfen. Schon wieder? Du sollst doch mit die Sachen nicht so asen. Soll ich noch hinkommen wegen Einladen oder? Nö, ich hab alles. Den Voreck jetzt zum Hofladen. Zum Dorfladen. Ich auch. Soll ich warten mit ausladen oder schon? Mir ist das wurscht. Ich fand nur. Wurst. Guten Tag. War denn hier der Träger? Oder war das einfach nur vorfahren und ausgucken? Schüttel doch das Auto so ein bisschen. Ja. Siehst du, und schon haben wir die 4000. 400.000. Hol ich unser Auto dann mal wieder weg, ne? Jetzt geht's ja wieder los mit dem Trigger hier, ne? Ey, da war er. Das ist doch. Kann mal einer diesen Trigger versetzen? Oh, jetzt kann ich wieder. Ich kann schon wieder keine Milch abladen. Vielleicht hier weiterhin? Weiß ich nicht. Nee, der hat ja den Trigger hat er ja angezeigt, aber ich konnte nicht. Oder nehme ich um diese Uhrzeit nicht mehr so viel an? Das glaube ich eigentlich nicht. Entschuldigung, warum nehmt ihr die Milch nicht an?
Ne, kann ich nicht abladen. Jetzt. Oh. Wie viel hast du denn noch drin? Null. Na gut, das geht ja noch. Oh, diese Lags, ja. So, wir beenden jetzt an der Stelle aber auch mal die Folge. Es klappt ja wunderbar mit den kürzeren Videos, ne? Das ist einwandfrei. Ja. Gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ja.